Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich hier willkommen heißen zurück zum Fußballmanager 2014 Let's Play mit Hertha BSC Berlin in der vierten Saison, hier im Part Nummer 310 und damit herzlich willkommen. Wir starten rein in den 29. Spieltag gegen den VfR Aalen. Wir stehen mit einem Bein praktisch schon in der Bundesliga. Voraussetzung jetzt dafür ist hier der Sieg gegen den VfR Aalen. Die weiteren Partien: Lautern, Chemnitz, Braunschweig, Dresden, Cottbus, Wien, Ingolstadt, Düsseldorf, Duisburg, Karlsruhe, Fürth, Mainz, 68 München, Union Berlin und VfR Osnabrück gegen RB Leipzig. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, Textmodus, und sagen, heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Und damit auf geht's, Hertha! Freunde, was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem... Und damit herzlich willkommen hier im Berliner Olympiastadion zum Spiel Hertha BSC gegen VfR Aalen. So, beide Chancen, beide Mannschaften hier mit einer schönen Kombination. Jetzt Chance für VfR Aalen. Oh, Gott sei Dank schafft der Jankov, der Ex-Hannoveraner hier, der den Ball neben das Tor setzt. Und wir haben die erste Chance. Über rechts kommt Lustenberger, versucht nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht, kommt aufs Tor. Aber Jasmin Fejcic hat aufgepasst, um es sicher zur Stelle. Jasmin Fejcic, ehemaliger Spieler von Greuther Fürth. Oh Mann, Ramos weit am Tor vorbei. Ist gar nicht gut, VfR Aalen, hundertprozentige. Schafft, Paraki leitet das Tor selbst mit einem Pass auf Jankov ein. Und Paraki mit dem 1:0. Ah, Mano. Goran Paraki, erstes Tor, zweite Vorlage, Marcel Reichwein. Und wieder einmal liegen wir hier zurück. Bei Hertha BSC schleichen sich nach und nach Nachlässigkeiten. Nein, das ist gar nicht gut. Ramos setzt nachspitzel den Ball, gekonnt aus Spitzenwinkel ins Tor. Ausgleich durch Adrian Ramos, 17. Tor, 6. Vorlage, Nico Schulz. Und wir sind wieder zurück. Hegeler kann den schwachen Schuss aufnehmen, verzieht dann aber deutlich nach Vorlage von Marc Stendera. Aber wir haben die Ecke jetzt. Marc Stendera, Hofmann geht entschlossen den Ball entgegen. Und okay, er kann hier klären vor Stendera, schade. Aber wir sind jetzt wieder zurück in der Partie. Chance VfR Aalen. Paraki bedient Reichwein, aber abseits. Na Gott sei Dank hier. Nächste Chance VfR Aalen. Jankov auf Enrico Valentini, der auf Reichwein. Und er verliert Zuttner und trifft auf 9 Metern ins kurze Eck. 2:1 Führung VfR Aalen. 13. Tor von Reichwein. 4. Vorlage von Schafter Jankov. Das ist doch nicht der Ernst hier. Lustenberger mit einer Chance, aber sein Schuss geht am linken Pfosten vorbei. Also ich fühle mich jetzt hier wie in einem schlechten Hollywood-Film, ganz ehrlich. Da bist du eigentlich Favorit und liegst jetzt mit 2:1 hinten. Und unser Lustenberger holt eine Ecke raus, ist gut vom Kapitän, zweite Ecke Stendera. Oh Mann. Aber er findet hier keine Anspielstation. 2 Minuten Nachspielzeit. Hier im Berliner Olympiastadion beim Stande von 1:2 aus Sicht unserer Hertha. Und wir liegen zur Pause hinten. Das ist natürlich gar nicht gut. Das Hinspiel hatten wir mit 3:1 in der Scholz Arena gewonnen. Brooks nur mit einer 5. Da kann ich nur motivieren. So, Frische. Da gucken wir auch nochmal. Halbzeitansprache. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Spiele drehen, das können wir ja, haben wir ja zuletzt des Öfteren mal bewiesen. Dann würde ich sagen, geh mal rein, verliere nicht viel Zeit. Und nach dem Spiel wird es hier noch eine Debatte um Wesleys Zeit geben. Da habe ich mir überlegt, ihn am Ende der Saison abzugeben. Er hat den höchsten Marktwert bei uns. Und wir müssen an Geld kommen, sonst ist unsere Lizenz gefährdet am Ende der Saison. Und das sollte ja auch nicht sein. Wir kommen hier gut rein mit der ersten Chance. Hegeler auf Stendera.
er auf Ramos und Berghaikan kann den Pass zur Ecke abklitschen, die wieder reinkommt von Marc Stendera. Aber wieder Berghaikan, der hier klären kann. So, wieder Chance VfR Aalen. Schafft er Jankov auf die linke untere Ecke. Und Thomas Kraft hat die Kugel hier im Nachpassen. Zuccolini rettet hier Gott sei Dank. Sonst wäre das die Vorentscheidung zugunsten der Aalener gewesen, die jetzt schon wieder kommen. Edney mit der Ecke. Und Brooks kann hier klären. Ja, Gott sei Dank kann er hier klären. Ich bin irgendwie total konsterniert hier irgendwie. Das ist einfach nur anzusehen. Und fast ist 3:1. Aber wir haben die Chance. Aber Ramos hier neben das von Facic gehütete Tor. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt am überlegen, unser System aufs 4-4-2 umzustellen. Das hatten wir eine Zeit lang sehr erfolgreich hier. Und Ademi hier einfach mal neben Ramos zu setzen. Spielmacher Stendera, Ramos kann das hier machen, soweit sind die Einstellungen noch in Ordnung. Der Einsatz ist ein bisschen lommelig mit 75%. Wir müssen hier schon alles nach vorne werfen, wenn wir das Spiel noch hier gewinnen wollen. Und jetzt Faton Ademi hier für Jens Hegeler. Und Konstantin Engel, der Kasache und Ex-Cottbusser für Daniel Bubala. Und jetzt muss Schachter Jankov raus. Gebrochener Zeh, gut so, dass deren Offensivkünstler hier raus muss. Und es kommt Tkaczuk. Müsste ein Ungarn-Spieler, was sage ich denn da? Ukraine-Spieler sein vermutlich. Und ich überlege mir jetzt die nächsten Wechsel hier einzuleiten. Westleys Zeit kommt dann. Nee. Nicht Westley, Erich Durm. Der sich damit nach längerer Zeit mal wieder für uns hier beweisen kann. So, und jetzt kommt noch Julian Morris Derstroff für Andrew Wooten, Ex-Lauterer für Ex-Lauterer. Und Tkaczuk zieht hier gleich mal die gelbe Karte wegen Zeitspiels. Das können sie auch jetzt ruhig machen. Wir müssen hier alles nach vorne werfen. Suttner geht auf der linken Seite durch, schlägt den Ball flach in die Mitte. Ramos nimmt den Ball hier eins wie der Bomber an. Und Stendera drückt den Ball über die Linie. Ausgleich. 16. Tor von unserem Marc Stendera, erste Vorlage von Ademi. So, nächste Chance. Eine verunglückte Kopfabwehr landet bei Ramos. Er trifft aber hier nur Ademi. So, und jetzt der letzte Wechsel. Wir gehen jetzt komplett Risiko. Und wechseln noch Hashi Mastur hier noch ein. Der hier einfach jetzt noch vorne mithelfen soll. Aber Chance für die Aalener. Marcel Reichwein, aber er kommt in Straucheln und die Chance ist dahin. Wir haben die nächste Chance, 80. Spielminute. Verhaar kann sich recht durchsetzen, spielt flach an einem 5-Meter Raum. Edney versucht zu klären, kann den Ball nur leicht ablenken. Ademi kommt trotzdem nicht mehr heran. Noch 10 Minuten. Schöner Konter von uns. Aber Ramos verzieht. So, Hofmann bekommt die gelbe Karte. Fährt den Ellbogen aus. Hätte eigentlich die Karte rot geben können. Wegen Tätlichkeit. So, Brooks kann hier klären. Aber kann hier nicht klären. 3:2 Aalen, Marcel Reichwein. Mano! Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin zwar hier kurz vor der Tribüne, aber es ist mir jetzt Schnuppe.
gefährliche Freistoßchance für uns. Jetzt haben wir halt Stendera draußen. Wer kann es denn? Markus Suttner. Nimmt Maß. Wird von Hübner abgefälscht und Facet kann nur noch tatenlos mit anziehen, wie der Ball über die Linie drudelt. 3:3. Markus Suttner, drittes Tor in der Saison. 4 Minuten Nachspielzeit. Schaffen wir es vielleicht noch, um 4:3 zu machen? Nein. Das Spiel endet hier gegen den VfR Hallen, gegen den Tabellen 17. mit einem 3:3 Unentschieden. Ein Spiel für die Nerven. Entschuldigung, wenn ich hier mich das ein oder andere Mal aufgeregt habe. Wir mit dem meisten Ballbesitz, mit den meisten Chancen. Ist klar, wir nutzen unsere Chancen nicht. Das ist das Resultat und dann sehen wir uns gleich im Nachbericht. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht der Begegnung am 29. Spieltag zwischen Hertha BSC Berlin und VfR Aalen. 3:3 endete diese Partie im Olympiastadion. Wir mit einer recht, man kann sagen, nicht so optimalen Leistung jetzt in der Generalprobe vor dem DFB-Pokal. Dann sehen wir hier Marcel Reichwein. Spieler des Spiels hier, 2 Tore gemacht, 1 Vorlage, Paraki noch mit dem Tor. Schafft der Jankow nur mit einer 4. Engel kam rein, 2,5 bei uns, beide Einwechselspieler mit einer 3. Mastur kam ein bisschen zu spät. Und Hegeler bei uns bester mit einer 3,0. Das sagt schon alles aus über unser heutiges Spiel. Unsere beiden Ansprachen haben dennoch funktioniert. Jetzt zu den Statistiken. Dort sehen wir 10:5 Schüsse, 4 aufs Tor, 6 daneben, 9:8 Chancen. Und 58-42% Ballbesitz, Spieler des Spiels Marcel Reichwein. Ergebnisse, da sehen wir es. Wir haben 10 Punkte Vorsprung auf Mainz und wir haben auf Dresden 16 Punkte Vorsprung, 5 Spieltage vor Schluss und das heißt, wir sind schon aufgestiegen, können nicht mehr von den ersten 3 Plätzen verdrängt werden und damit können wir es in der zweiten Liga jetzt ruhiger angehen lassen. Dritte Liga, VfL Wolfsburg 2 hier erster vor FSV Frankfurt. Und Rot-Weiß Erfurt Aue wäre jetzt auf dem Relegationsplatz im Moment, da die Zweiten von VfL Wolfsburg nicht aufsteigen können. Und die Bundesliga, dort sehen wir Bayern München auf der 1, 9 Punkte Vorsprung. Auf Schalke, Wolfsburg 12 Punkte dahinter, 15 Punkte Hoffenheim. Also man kann zumindest sagen, unter den ersten 4 werden sie nicht mehr fallen. Sind auf jeden Fall international dabei. Bei uns die Ergebnisse habe ich jetzt nicht geguckt. Lautern verliert 0-1, Energie Cottbus 0-3, 1860 München verliert 0-1, Braunschweig 1-0, Duisburg 0-1, Osnabrück gewinnt 4:2 gegen RB Leipzig, Greuther Fürth unterliegt hier 0-1, Mainz und Ingolstadt 0-3 gegen Düsseldorf in der Tabelle. Seht ihr es ja jetzt hier. Unten Ingolstadt letzter mit 16 Punkten, 5 Spieltage, 15 Punkte können sie holen. Sie könnten sich theoretisch noch retten. Aber ich denke mal utopisch. Aalen hat jetzt durch den Punktgewinn gegen uns noch einen Punkt gut gemacht. Dennoch 7 Punkte Rückstand auf Cottbus und Union Berlin. Lautern ist da wirklich noch mit dabei. Können theoretisch noch in die Relegation rutschen bzw. komplett absteigen. Was natürlich schade ist, alle anderen Mannschaften sind gerettet ab Duisburg. Bis oben hin. Von daher, gucken wir jetzt die Stimmen an. Das sagte ich heute, wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Der Gegner war druckvoll und aggressiver. Und Trainer Rutenbeck, Zitat des Tages, für unsere Möglichkeiten haben wir eine ausgesprochen gute erste Halbzeit gespielt, das kann man wohl sagen. Lagen ja zwischenzeitlich mit 2-1 in Front. Sehen auch hier Reichwein der Elf des Tages. Dann 3 Wehner Akteure, von uns keiner dabei. Teamleistung beschämend, 3,68 im Schnitt, 13. damit, Saisonschnitt von 3,05. Beste Spieler, Hein 28 Saisontore, 17 Tore, Ramos jetzt auf 6, Stendera auf der 7. Und nach 29 Spieltagen Kraft, Noten bester Torhüter. Und jetzt Fairplay, 11 feste Mannschaften, jetzt müssen wir eigentlich gleich die Einblendung sehen mit unserem Aufstieg. Wenn wir es ja denn sehen würden. Kommt wahrscheinlich noch. Sehen hier einige Vertragsverlängerungen. Sortieren wir mal nach Marktwert. Firmino hat verlängert bei Wolfsburg, den wir ja damals zu uns hingelotst haben.
und dann einige unbekannte Spieler. Was mal interessant wäre, im FM so eine belgische Mannschaft zu trainieren, wie jetzt Brügge, Anderlecht, Lüttich, KC Genk, Sylte, Waregem, sind einige dabei, die sehr interessant sind. Lierse SK hat einen ägyptischen Besitzer, das weiß ich, weil da auch eine Mannschaft gibt, die sich Wadi Dekla nennt, genauso mit einem ähnlichen Wappen. Wäre an sich auch nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, das ist Zukunftsmusik, gehen wir weiter, jetzt sehen wir hier die Angebote. 7,5 Millionen möchte ich fordern für ihn. Frankfurt, wo Lothar Matthäus Trainer ist. Versuchen wir es mal mit 8. Und dann schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Sehen wir jetzt eine Einblendung? Auch nicht. So, Alan Harris, Jugendspieler. So, Alan Harris wurde hier entdeckt, der... Das Land kenne ich jetzt nicht. Wir kann ich mir leider nicht anzeigen lassen. Wird wohl irgendwas Schönes zu sein. Faton Ademi, 1,1 Millionen von der Frankfurter Eintracht geboten. Er ist 2,6 wert. Zu verhandeln, ja, aber letztendlich geht jetzt die Frage. So, und dann gucken wir mal, ob das klappt mit Wesleys Zeit in den Mannschaften. Frankfurt, da sind wir uns nicht einig geworden. Und Gladbach möchte ihn noch. Lucien Favre, Nürnberg, okay, wenn sie das Geld haben. So, 1,1 Millionen, möchte eigentlich schon ganz gerne bleiben, okay. Dann machen wir mal 2,8 Millionen. 20%, wenn sie das machen, dann können sie ihn gerne haben. Ist gescheitert. Und zweimal erhöhte Strafmaß, okay, das ist gar nicht gut für unsere anderen beiden. Stuttgart 7,5. Also zu Stuttgart würde ich ihn eher ziehen lassen. So, da gucken wir jetzt einfach mal, für was er sich entscheidet, und DFB-Pokal. Hertha BSC Berlin, wir mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ich habe mir überlegt, das in 3D zu machen. Und das werden wir auch tun. So, und damit geht's dann rein in der Begegnung Hertha BSC Berlin gegen VfB Stuttgart bei uns jetzt zu Hause. Die Partie gab es gestern am Freitagabend und dort hat ja Hertha BSC Berlin knapp mit 3:2 gewonnen gegen VfB Stuttgart. War ein recht ansehnliches Spiel, Doppelpack Salomon Kalou. Ob er ein Kandidat hier wäre für die nächste Saison, ist eine Frage, da ich ja hier aufhöre. Hauptspiel VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Es wäre natürlich schön, wenn wir auf die Wolfsburger treffen würden im Finale. So als Abschluss die jetzige Mannschaft gegen die Mannschaft, mit dem alles begonnen hat. So, Brooks fragt nach Verstärkungen. Da kann ich jetzt noch nichts sagen. Es irritiert, soll auch so sein, weil ich bin noch unklar. So, Rankovic hat sich gleich verbessert, nachdem er in die zweite verschoben wurde. So, Kimi Mücke. Ablöseverhandlungen sind gescheitert. Chiamera verlängert bei den BSC Young Boys. Sportgericht hat beide erhöht, ist natürlich ärgerlich. Ablöse für Zeit akzeptiert. Holland auf Transferliste. Und die Sache hier mit Brooks. Jetzt muss man natürlich die stärkste Elf hier aufstellen. Und ist natürlich unser wichtigstes Spiel. So, gucken wir mal, jemand in Topform, Ademi. So, das heißt natürlich, ich fange sofort mit Doppelspitze an. So, Nico Schulz auf links. Hegeler damit dann erstmal von Beginn an auf der Bank anzutreffen.
Sturm kann er eigentlich DM? Nö, könnte er nicht. So, dann würde es hier einen der Innenverteidiger treffen, dann würde es jetzt ihn treffen. So, dann haben wir den Kader soweit hier angepasst. So, zusätzliche Siegprämie, es geht hier um einiges. Deswegen, so wie immer, 10.000 Euro, das wichtigste Spiel des Jahres, könnte ich theoretisch hier jetzt schon anwenden. Weil für uns ist der Finaleinzug einfach krönend. Aber ich lasse es lieber, erstmal. Wenn wir es ins Finale schaffen sollten, von dem ich ausgehe, wäre das da besser. Weil wir sind auf jeden Fall dann, wenn wir im Finale sind, für Europa qualifiziert für die Europa League. Wir sehen hier Denis Suarez, wirklich ein ganz großes Talent, was der VfB hier hat. Haben sie geholt von... Oh, hat ordentlichen Weg gemacht. Los Angeles, Real Madrid, Schachtja Donetsk und dann VfB Stuttgart 13 Millionen, 10 Millionen in der Winterpause geholt, also schon ordentlich. Ließe sich hier verstärken, die Stuttgarter. Sehen auch gut aus gegen unsere aktuelle FIFA 15 Mannschaft. Falls ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut mal ruhig vorbei, ist ein wirklich klasse LP von mir. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber ist wirklich so.